بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind mit dem Buch ein Auszug aus dem Gesamtwerk Al-Muwatta Imam Malik, der geebnete Pfad von Imam Malik, Buch des Fastens, Kapitel 18. Und bevor wir anfangen wollten, oder anfangen, wollte ich euch eine Nasiha geben, einen Ratschlag geben, den unsere Lehrer und Gelehrten gegeben haben und bis jetzt noch geben. Und zwar denken die meisten Schüler, dass um Gelehrter zu wissen oder um Gelehrter zu werden, muss man lernen. Um Wissenschaftler, um Alim zu werden, muss man Wissen haben oder Wissen erlernen. Man denkt immer, dass alles seine Funktion hat, also das Messer schneidet und das Feuer brennt. Aber wir vergessen, dass Allah diese Eigenschaft, diese Kraft gibt, damit das entsteht. Und deswegen ist die eigentliche Regel, die im Koran steht, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. Also fürchtet Allah, seid gottesfürchtig und so lehrt euch Allah. Und das ist diese eigentliche Regel. Das bedeutet, wenn du gottesfürchtig wirst, wird dich Allah lehren. Auch wenn du Ummi bist, also auch wenn du Analphabet bist. Und die Geschichten darüber sind viele. Fangen wir inshallah mit dem vierten Kapitel heute an. Während des Fastens oder während des Ramadans das Fasten im Zustand der großen rituellen Unreinheit beginnen. Haddathani Yahya. Haddathani, hier möchte ich die mit mir jetzt Arabisch lernen, dass die auf einige Wörter achten. Haddatha bedeutet Berichtete. Dieses Ja haben wir auch im Arabisch gelernt, zum Beispiel Kitabi, mein Buch. Haddathani, das wurde jetzt mit einem Verb verbunden. Und deswegen heißt es, es hat, oder er hat mich berichtet, oder mir berichtet. Er berichtete mir. Und den Nun eben, damit man das trennen kann. Haddathani. Und Haddatha ist eben berichten. Achtet also auf die Verben, die in der Vergangenheit sind und in der R-Formel ist. Haddathani Yahya an Malikin, an Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ma'mar al-Ansari, an Abi Yunus, Mawla Aishata, an Aishata, an Rajulan Qala. Und Qala hat gesagt oder sagte, لرسولillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa waqifun ala al-babi, وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر غفر حيث فجيبه قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. يحيى berichtete mir von Malik, von Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ma'mar al-Ansari, von Abi Yunus, dem Maula. Maula hat, also hat viele Bedeutungen. Es kann sich auf einen Herrn, einen Besitzer, einen Wohltäter, jemand, der einen Sklaven befreit hat, einen Unterstützer, jemanden, der einen anderen liebt, einen Anhänger, einen Nachbar, einen Cousin, einen Verbündeten, einen angeheirateten Verwandten, einen Sklaven, einen befreiten Sklaven oder jemanden, der einen Gefallen getan hat, beziehen. Und viele dieser Bedeutungen werden in den verschiedensten Hadithen angewandt und ergeben sich aus dem Kontext, in welchem das Wort genannt wird. Somit von Aisha, also Yunus, dem Maula von Aisha. Dieser von Aisha, dass er hörte, wie ein Mann an der Tür stand und zu dem Gesandten Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, O Gesandter Allahs, ich stehe morgens in einem Zustand großer rituellen Unreinheit auf und möchte fasten. Der Gesandte Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte, auch ich stehe morgens im Zustand der großen rituellen Unreinheit auf und möchte fasten. Daraufhin
verrichte ich die große rituelle Waschung und faste. Der Mann sagte zu ihm, O Gesandter Allahs, du bist nicht so wie wir. Also hier will er sagen, die ersten und die letzten Sünden alle vergeben. Das bedeutet, du hast irgendwie eine mehr Auswahl. Genauso wie die Menschen normal oder wie wir ganz normal nur vier von heiraten können, die für dich nur privat ist. O Gesandter Allahs, du bist nicht so wie wir. Allah hat dir all deine falschen Taten, die du zuvor begangen hast und die du nach noch kommen, vergeben. Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, wurde zornig und sagte, bei Allah, ich hoffe, dass ich der Furchtsamste gegenüber Allah bin und der Wissendste von euch in Bezug auf meine Gottesfurcht. Im nächsten Hadith, وحدثني عن مالك عن عبد ربه ابن سعيد عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. Und berichtet wurde mir von Malik, von Abd Rabbihi, ibn Sa'id, von Abi Bakr ibn Abd Rahman, ibn al-Harith, ibn Hisham, von Aisha und Ummi Salama, den Ehefrauen des Propheten. Allahs Segen und Frieden auf ihm, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, morgens in Ramadan oder im Ramadan im Zustand der großen rituellen Unreinheit aufwachte, welche durch den Geschlechtsverkehr und nicht durch einen Traum hervorgerufen wurde. Anschließend fastete er. Im nächsten Hadith müssen wir ein bisschen aufpassen, weil die Namen ein bisschen durcheinander kommen. وحدثني عن مالك عن سمية مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام يقول كنت أنا وأبي أنا bedeutet ich وأبي und mein Vater hier wird أنا also أبا بكر und mein Vater عبد الرحمن عند مروان ابن الحكم وهو أمير المدينة فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأمي سلمة فلتسألنهما عن ذلك فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم قالت عائشة ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقال عبد الرحمن لا والله قالت عائشة فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة قال فخرجنا حتى جئنا مروان ابن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالت فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فتخبرنه فلا تخبرنه ذلك فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك فقال له أبو هريرة لا علم لي بذاك إنما أخبرنيه مخبر. Es ist ein bisschen anstrengend, habe ich zu hören, ohne das zu verstehen. Jetzt kommt das Deutsche. Und berichtet wurde mir von Malik, von Sumayya, dem Maula, von Abu Bakr ibn Abd al-Rahman, ibn al-Harith ibn Hisham. Also hier werden jetzt Abu Bakr erwähnt und der Vater, Abd al-Rahman. Dass er Abu Bakr ibn Abd al-Rahman, ibn al-Harith ibn Hisham sagen hörte. Mein Vater und ich waren mit Marwan ibn al-Hakam. Das ist jetzt die dritte Person.
zusammen. Als er der Führer von Medina war und jemand erwähnte ihm gegenüber, dass Abu Huraira zu ihm sagte: Wenn jemand am Morgen im Zustand der großen rituellen Unreinheit aufwacht, hat er das Fasten für diesen Tag gebrochen. Marwan sagte: Ich schwöre dir, Abdurrahman, geh zu den beiden Müttern der Gläubigen, Aisha und Ummi Salama, und frag sie danach. Abdurrahman ging darauf zu Aisha und ich begleitete ihn. Wen ich? Abu Bakr. Er begrüßte sie und sagte dann: Mutter der Gläubigen, wir waren bei Marwan ibn al-Hakam und jemand. Mutter der Gläubigen, wir waren bei Marwan ibn al-Hakam und jemand erwähnte ihm gegenüber, dass Abu Huraira zu ihm sagte, dass wenn jemand am Morgen im Zustand der großen rituellen Unreinheit aufwacht, er das Fasten für diesen Tag gebrochen hat. Aisha radiallahu anha sagte: O Abdurrahman, es ist nicht so, wie Abu Huraira sagt. Lehnst du es etwa ab, was der Gesandte Allahs Segen und Frieden auf ihm zu tun pflegte? Abdurrahman sagte: Nein, bei Allah. Aisha sagte daraufhin: Ich bezeuge, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, am Morgen im Zustand der großen rituellen Unreinheit, hervorgerufen durch den Geschlechtsverkehr und nicht durch einen Traum aufstand. Und dann an diesem Tag fastete. Er fuhr fort: Dann besuchten wir Ummi Salama. Und Abdurrahman fragte sie in derselben Angelegenheit. Sie sagte dasselbe, was Aisha radiallahu anha gesagt hat. Dann gingen wir zu Marwan und Ibn al-Hakam. Abdurrahman erzählte ihm, was sie beide gesagt hatten. Marwan erwiderte: Ich schwöre dir, Abu Muhammad besteigt das Reittier. Im Arabischen wird eigentlich hier Abu Muhammad, also Abdurrahman, der Vater von Abu Bakr, also befehlt. Also nicht steigt ihr beide, sondern steigt du. Und der Sohn ist dann mit ihm gekommen, besteigt das Reittier, welches vor der Tür steht, und geht zu Abu Huraira, der sich auf sein Land bei Al-Aqiq befindet, und berichte ihm dies. Also ritt ich mit Abdurrahman zu Abu Huraira. Abdurrahman unterhielt sich eine Weile mit ihm. Und dann erwähnte er die Angelegenheit ihm gegenüber und Abu Huraira sagte: Darüber weiß ich nichts. Das wurde mir nur von jemandem berichtet. Und in diesem Hadith kann man auch vieles über Usul al-Hadith, also die Grundbasis und die Prinzipien vom Hadith, lernen. Wenn zwei Hadithe zum Beispiel gegeneinander sind, welchen Hadith man nimmt. Was aber jetzt nicht unser Thema ist. In dem anderen Hadith und dem letzten Hadith von diesem Kapitel: وحدثني عن مالك عن سمية مولى أبي بكر عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. Der gleiche Hadith, den wir ganz am Anfang gelernt haben oder gelesen haben, nur ein bisschen anders vielleicht. Also die Kette, die Überlieferungskette ist anders. Und berichtet wurde mir von Malik, von Sumayya, dem Maula, von Abu Bakr, von Abi Bakr ibn Abdurrahman, dass Aisha und Ummi Salama, die Ehefrauen des Propheten, Allah Segen und Frieden auf ihm sagten: Der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm, pflegte morgens im Zustand der großen rituellen Unreinheit, welche durch den Geschlechtsverkehr und nicht durch einen Traum hervorgerufen wurde, aufzustehen. Anschließend fastete er. Bis hier hat jemand Fragen? Nein. Okay. Wir lesen noch den fünften Kapitel, weil er ein bisschen kurz ist. Und dann wäre er recht. Kapitel 5. Was über die Erlaubnis, während des Fastens zu küssen, gesagt wurde. Rajulan, ein Mann. Qabbala, hier noch ein Verb. Qabbala heißt küssen. Imra'atahu wa huwa sa'im. Fi Ramadan. Fawajada. Wajada heißt finden. Min dhalika wajdan. Shadidan. Tas'alu lahu an dhalika. Dakhalat. Und dakhalat haben wir gelernt. Reinkommen oder reingehen. Ala Ummi Salama.
زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذكرت oder ذكر das Wort ذكر ist auch ein Verb genauso wie حدث erzählen erwähnen ذلك لها فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء يحل كم فن حلال حل ثم رجعت رجعت also zurückgegangen امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذه امرأة فأخبرته أم سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك فقالت قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده يحيى berichtete mir von Malik, von Zaid ibn Aslam, von Ata ibn Yasar, dass ein Mann seine Frau, während er im Ramadan fastete, geküsst hat. Das betrübte ihn sehr und so schickte er seine Frau zu ihm, also dem Gesandten Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm, um ihn danach zu fragen. Sie ging hinein und sah Umm Salama, die Frau des Propheten, Allah Segen und Frieden auf ihm, und erwähnte die Angelegenheit ihr gegenüber. Umm Salama sagte ihr, dass der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm, während des Fastens zu küssen pflegte. Also ging sie zurück und erzählte das ihrem Mann. Aber das besorgte ihm nur noch mehr. Und er sagte, wir sind nicht wie der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm. Allah gewährt dem Gesandten Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm, was immer er möchte. Daraufhin ging seine Frau zu Umm Salama zurück und fand den Gesandten Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm, bei ihr. Der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm, sagte, was ist mit dieser Frau? Umm Salama berichtete ihm ihr Anliegen. Der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm, sagte, hast du ihr nicht gesagt, dass ich das auch selbst tue? Sie, also Umm Salama, sagte, ich habe es ihr gesagt. Und sie ging zu ihrem Mann und sagte es ihm, aber es besorgte in ihm nur noch mehr. Und er sagte, wir sind nicht wie die Gesandten, wie der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm. Allah gewährt seinen Gesandten, Allah Segen und Frieden auf ihm, was immer er möchte. Der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm, wurde verärgert und sagte, bei Allah, ich bin derjenige von euch allen, der gegenüber Allah die meiste Furcht besitzt. Und von euch allen derjenige, der Allahs Grenzen am besten kennt. Im nächsten Hadith, حدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. Und berichtet wurde mir von Malik, von Hisham ibn Urwa, von seinem Vater, dass Aisha, die Mutter der Gläubigen, möge Allah mit ihr zufrieden sein, sagte. Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, küsste einige seiner Frauen, während er fastete. Dann lachte sie. Mit Lachen meint man nicht diese Qahqaha, also dass da Töne rauskommen, sondern das Lächeln oder das leichte Lachen. Im nächsten Hadith, وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمر ابن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر ابن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها. Und berichtet wurde mir von Malik, von Yahya ibn Sa'id, dass Atika, Bint Zaid ibn Amr ibn Nufail, die Ehefrau von Umar ibn al-Khattab, den Kopf von Umar ibn al-Khattab, während er fastete, küsste. Und er untersagte es ihr nicht. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة بنت heißt Mädchen أخبرته also erzählte ihr أنها كانت كان also war كان
ist das Verb war. Und jetzt habt ihr bemerkt, dass die meisten Verben drei Buchstaben haben. Meistens haben alle drei Buchstaben ein Fetha und manchmal ein Buchstabe, also wie Kaf, und dann eine Verlängerung, wie Kana und Qala, wie wir davor gelernt haben. Aisha, Zawjin Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Zawj heißt eigentlich Ehemann, aber man kann es für beides benutzen. Also für die Ehefrau und für den Ehemann. Hier Zawjin Nabi, also die Ehefrau vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala. Dakhala haben wir auch gelernt, reingehen. Alaiha Zawjuha hunalika. Wa huwa Abdullah ibn Abd al-Rahman ibn Abi Bakr as-Siddiq. Also Abdullah, der Sohn von Abdurrahman, der Sohn von Abu Bakr, radiallahu anhu. Wa huwa sa'imun, faqalat, lahu Aishatu, ma yamna'uka an tadnu'a. Und berichtet wurde mir von Malik, von Abi Nadr, dem Maula von Umar bin Ubaidillah, dass Aisha binti Talha, das ist eine andere Aisha, ihm erzählte, dass sie einst bei Aisha, der Frau des Propheten, Allah Segen und Frieden auf ihm, war und dass ihr Mann, Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abu Bakr as-Siddiq, der gerade fastete, sie dort besuchte. Aisha sagte zu ihm, also zu ihrem Neffen: Was hindert dich daran, deiner Frau nahe zu kommen und sie zu küssen und mit ihr zu scherzen? Er fragte: Darf ich sie küssen, wenn ich faste? Sie sagte ja. Im anderen Hadith: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم. Berichtet wurde mir von Malik, von Zayd ibn Aslam, dass Abu Huraira und Sa'd ibn Abi Waqqas erlaubten, dass sich jemand, der fastet, küssen darf. Und in den nächsten Unterrichten werden wir die Hadithe lesen, wo es nicht erlaubt ist oder wo man es nicht erlaubt, zu küssen in Ramadan. ربنا والحمد لله رب العالمين ربنا عافنا واعف عنا واحفظنا